Wir sind hier in Arm Wrestling Simulator und das ist ein neuer Simulator auf Roblox. Den guckst du mal heute mal in diesem Video an. Auf jeden Fall sind wir schon, ich habe schon ein bisschen hier ja gepumpt, natürlich mit dem Autofarm, der natürlich hier for free ist. Natürlich mal schön hier den Bizeps gemacht, natürlich hier, ne, auf Lock. Aber auf jeden Fall haben wir hier auf jeden Fall anscheinend, Trainingsgeräte, die wir kaufen können. Genau, wir können hier, okay, wir können hier auf jeden Fall für Punkte, die wir uns hier holen können, anscheinend, oh, Bizeps-Punkte, können wir uns bessere Hanteln holen. 8x3 Kabel kalt. Okay, wir brauchen anscheinend hier ganz viele von diesen Bizeps. Aber ich sehe gerade, wir können hier sogar, Hard, Master, Medium, Starter. Wir machen mal gleich, wenn das kurz fertig ist, genau den hier machen wir. Komm, 3 Kilo hier. Das müsste jetzt plus 4 Rep. Ich glaube, das ist jetzt, wie oft er das hier macht, genau. Und ich sehe gerade, wir können das auch hier verlieren, auch gar nicht. Das ist sehr interessant auf jeden Fall. Aber anscheinend hier können wir die auf jeden Fall unlocken und bessere Weight Classes holen. Dazu natürlich gibt es in jedem Simulator natürlich auch wieder Pets. Das heißt, wir haben hier auch natürlich Pets. Und ich habe dieses Flame Beast gezogen. Das haben wir gerade auf. Nehme ich an diesen gratis Weedspin, der hier oben ist. Da klicken wir mal drauf. Dann gab es hier, wie gesagt, eine Chance auf dieses hier. Ich glaube, das ist das Rote, das ich da habe. Das habe ich gestern gezogen, wo ich mir das mal angeguckt habe, diesen Simulator hier. Ui, 10 Wins, cool. Auf jeden Fall habe ich wieder diesen hier gezogen, dieses Pet hier, was hier drin war gestern. Und da habe ich anscheinend dieses Flame Beast hier gezogen. Legendär 4.110 Boost. Ein Baby auf jeden Fall. Machen wir kurz mal hier rein. Und mal gucken, jetzt müssten wir eigentlich, glaube ich, noch ein bisschen mehr pumpen. Oh ja, guck mal, wie krass es abgeht jetzt da oben. Eieieiei, sieht ja richtig stark ab. Und wir haben noch hier ein Claim Gift. Genau, wir können auch Gifts claimen. Machen wir einmal. Einmal den hier und dann nochmal 3 von denen hier. Und dann können wir wie ein Pet Simulator X natürlich hier die alle uns freischalten. Und das ist auf jeden Fall auch sehr cool. Was mir bei Pet Simulator X auch eingefallen ist, ist dieses Ei da hinten. Dieses Ei kommt mir extrem bekannt vor aus Pet Simulator X hier. Dieses Eiseck hier, wenn wir mal gucken. Das kommt mir sehr extrem bekannt vor aus Pet Simulator X. Aber wir sehen natürlich auch hier, hier gibt es auch, wie gesagt, auch Viecher. Und die sehen halt legit, also no joke, das Skrill sieht fast aus wie aus Pet Simulator X irgendwie. Und das hier auch. Die sehen, ja, okay, die sind vielleicht sehr hart inspiriert auf jeden Fall, sehen wir gerade hier. Die sind auf jeden Fall sehr hart, ja doch, sind sehr hart inspiriert. Die sind sehr, sehr, sehr hart inspiriert. Aber sehen schön aus. Die sehen auf jeden Fall sehr schön aus. Und was wir auch machen können hier, ist auf jeden Fall, können auch gegen Spieler antreten. Und wir können auch hier gegen, wo ist es? Hier, gegen NPCs antreten. Das müssen wir gleich mal machen. Und wir haben schon 2K. Das heißt, wir müssen eigentlich da die größere... Ne, 3K. Okay, 3K brauchen wir für die Hantel auf jeden Fall. Was können wir noch hier machen? Wir brauchen hier 15.000 Wins, dass wir hier in die nächste, ich schätze mal, Area kommen. Und das müssen wir auf jeden Fall, oder können wir erreichen, indem wir hier die Leute halt klappen. Und da würde ich sagen, machen wir kurz mal den Auto aus hier und gehen mal kurz zu diesem Bully. Wir gehen mal kurz zum Bully hin und fighten den. Einmal E gedrückt halten. Oh, okay, wir müssen anscheinend hier... Okay, wir müssen auf jeden Fall... Oh ja, easy. Also, das, sorry, das ist ein easy win. Was wir nicht machen müssen, wir müssen hier Spam klicken müssen wir hier. Und das natürlich, umso stärker wir sind, umso besser. Wir sehen da zum Beispiel unten, wir haben 2,6K Stärke. Er hat nur 100 Stärke. Also ist der ganz easy zu gewinnen. Ja, das ist ja kein Gegner. Komm, dann gehen wir jetzt zum Teacher. Wir machen jetzt unseren Lehrer. Wir kämpfen jetzt gegen unseren Lehrer. Wie viel hat der? Der hat 700. Der müsste eigentlich auch easy sein. Ja, guck mal hier, easy. Kein Problem. 5 Wins. Ja, okay, komm. Machen wir noch einmal. Machen wir noch einmal, weil der Lehrer ist ja easy win. Den können wir ganz easy klappen. Und... Ah, okay, okay, okay. Er hat kurz hinterher gefightet. Das hat man gemerkt. Nochmal. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Und. Oh. Easy. Kein Problem. So, was mit dem hier? Oh, der wird heftig jetzt. Okay, die Gymnastikratte, die... Oh Gott. Oh, der zieht ab. Ah, nein. Oh. Ah, die Gymnastikratte hat uns abgezogen. Nochmal. Warte. Komm, schneller. Gymnastikratte. Oh, der ist viel zu stark. Oh mein Gott. Komm. Oh, mein Finger. Er stirbt ab. Schnell. Oh, die Gymnastikratte. Ja. Ja. Oh mein Gott. 25 Win, aber mein Arm ist fast abgestorben. Oh mein Gott. Boah, also auf jeden Fall sehr extrem gerade. Oh, hier noch ein Geschenk wieder, warte. Zack, her damit. Wir haben auf jeden Fall gerade den Mafia-Boss, den Buff-Boss, sag ich schon, dem Lehrer richtig gezeigt. Der war schon sehr stark. So, mal kurz hier 4 Kilo Ausrüst. Und dann machen wir wieder Auto-Liften rein. Auf jeden Fall, der war gerade sehr stark, war der. Was haben wir noch hier? Handstärke, kosten diesen... Ja, das ist, glaube ich, Übersetzungsfehler wieder. Aha, also hier ist auch verschiedene wieder. Kein Plan. Ihr könnt mal einen Kommentar reinschreiben. Macht das einen Unterschied überhaupt eigentlich, wenn man hier die Hand hinnimmt oder doch lieber diese Handstärke-Dinger? Schreibt mal in die Kommentare rein, würde mich mehr interessieren. Wo brauchen wir denn die Handstärke bitte? Das check ich gerade nicht. Also die Handstärke, das ist noch ein bisschen verwirrend. Da weiß ich echt nicht, wo die hin soll. Deswegen nehmen wir kurz mal wieder hier an, dann diese Hanteln. Was haben wir noch hier? Wir haben Pets auf jeden Fall. Wir haben 15.000 Siege. Das schaltet schon sehr viel an, auf jeden Fall. Komm, wir machen mal in der Zeit ein Ei auf. Was haben wir hier? Wir haben eine Maus, 1%. Okay, ein Ei. Okay. Das wird abgezogen auch da oben, haben wir gesehen. Geil, eine Katze gezogen. Ehre. Was haben wir noch jetzt hier? Und kurz weg. Auto. Kostet das Robux? Das kostet, glaube ich, Robux, ganz genau. Aber ist billig. 79 Robux, besser als bei Press. 3 Eier, was ist damit? Kostet auch natürlich Robux. Okay, das ist schon ein bisschen teurer. Ich glaube, wir müssen auch wirklich erstmal Pets hier holen, dass wir hier vorankommen. Deswegen machen wir erstmal das hier. Komm. Ohne bekommen.
Oh, ein Eichhörnchen. Gewöhnlich. Her damit. Oh, wir haben keine Tante, Mann. Wir müssen einmal kurz den Mobber bekämpfen. Auf ganz entspannt. Einmal kurz den Mobber bekämpfen. Komm, her damit. Ja, so einen Sieg hier. Perfekt, easy. Und dann gehen wir kurz mal zurück zu unserem 20er-Ding. Und ein Hirsch. Okay, wir haben auf jeden Fall schon ein paar Pets gezogen. Das ist interessant. So, wir nehmen mal kurz mal die Hand hin und in der Zeit können wir wieder automatisch hier wieder das leveln. So, wir können kurz gucken, was haben wir noch eigentlich hier? Wir haben hier Rebirth, das heißt hier Wiedergeburt auf, wir haben VIP, wir haben hier Spuren, ich glaube sind Skins. Okay, das ist der Shop anscheinend. Der Shop ist ein bisschen riesig, also keine Spur ausgerüstet. Ah, weil ich alles ausgenommen, deswegen kann ich nicht nutzen. Ah, okay. Was haben die eigentlich hier? Komm mal kurz, was haben die eigentlich hier? Die haben hier Viecher wieder zum Hatchen, also da bin ich wieder drin gefühlt. Dann haben die hier Game Pass und Cash und Potions anscheinend. Ah, hier sind die Potions, aber ich habe keine Potion. Okay. Cool. Was haben wir noch hier? Einladen, das können wir nur Freunde einladen, genau. Und wir haben hier Haustiere. Was können wir denn Haustiere eigentlich machen? Können wir mehrere Haustiere aussehen? Ausrüsten. Das Eichhörnchen ist, glaube ich, besser als die anderen. Ausrüsten. Geht das? Nee, okay, wir können anscheinend nur AG. Wir können nur 3 Pets ausrüsten. Handwerk in groß. Oh, ich glaube, ich muss wieder auf Englisch stellen. Das ist, glaube ich, gerade ein bisschen sehr schlimm, gerade hier zu übersetzen, die Übersetzung hier zu verstehen. 1,4, der macht 1,9. Bei. Wir brauchen noch eine Katze. Warte, die holen wir uns mal kurz. Wir brauchen noch eine Katze, aber kurz dafür. Das können wir auch mal testen, wie das Merchant zusammen ist. Dann mal gucken. Her damit. Katze. Schnell. So, Katze kriege ich hier. Kriege eine Katze? Ja, nice. Ich kriege eine Katze. Da fehlt irgendwie der Sound irgendwie, aber okay. Interessant. Katze, genau. Ich wollte die Katze zusammen merchen. Das können wir mal kurz machen. Einmal kurz wieder die Hantel holen. Und dann, oh, wir können schon 20 Kilo ziehen. Oh mein Gott. 20 Kilo können wir schon ziehen. Geil. Was haben wir hier? Oh, wir können Ei kriegen sogar. Und diese Stärke. Oha. Her damit. Lava schnappen. Ein Affe haben wir gezogen. Oha, wir haben einen Affen gezogen einfach. Das Ganze ist ein bisschen unerwartet. Ah, wir haben einen Affen gezogen. Cool. Oha, der Affe ist episch. Oh mein Gott. Dann kann das Eichhörnchen sich verabschieden. Nochmal du. So, Eichhörnchen weg. Den Affen ran. Und dann machen wir mal hier weiter. Oha, das boost uns mega gerade. Wo ist hier, was muss ich mal gerade machen? Daily. Die Daily können wir auch noch einlösen. Oh, gibt es ein Dominos-Pad anscheinend. Auch sehr cool. Der war denn so stark? Der hier, die Fitnessratte war stark, ne? Obwohl wir könnten, nee, gegen den Mafia-Boss genau nicht. Komm, Mann, jetzt gehen wir mal die Fitnessratte. Wir machen gegen die Fitnessratte, mal gucken. Ist der easy win? Oh, nee, der ist easy win. Der ist easy win. Also, die Fitnessratte, die können wir easy beschlagen. Die ist kein Problem gegen uns. Das ist mit unseren 19k. Der hat noch ein bisschen Widerstand, aber dieser Widerstand ist bei mir auf jeden Fall zwecklos. Dann können wir ein paar Eier hatchen gleich sofort, weil der eigentlich ganz gut hier pro ein Ei hier irgendwie, ja, droppt. Das ist sehr genial eigentlich. Und zack. Easy. Nochmal. Easy. Mal kurz hier ein paar Eier holen und dann können wir hier gleich sofort wieder ein bisschen hatchen. Auf jeden Fall ein sehr geiles Game, gefällt mir. Das hat irgendwie, ich weiß, es ist simpel, aber es bockt sich. Auf eine Art. Deswegen, also ich finde die Idee gar nicht mal so schlecht. Und wenn ihr mehr davon sehen wollt, auch wenn ich nicht so ein krasser Simulator bin, oder Simulator-Channel, dann halt, lasst auf jeden Fall einen Daumen da und sagt auf jeden Fall Bescheid, weil ich finde den eigentlich ganz geil. Der ist eigentlich ganz cool. So, komm. Easy. So, dann machen wir mal weiter hier mit unseren Dings, unseren Hanteln. Aber kurz her und dann gehen wir noch ein paar Eier öffnen. Oh, wir haben jetzt schon die Meisterhantel. 25 Kilo. Let's go. Wir haben noch hier was. Was sind das eigentlich? 8 Tippen? 15? Was ist denn, wenn ich das jetzt hole? Ah, okay. Hä? Oh, ist das langsam. Warte mal. Ah, okay. Also hier müssen wir wirklich selbst tippen. Kriegen dafür 18 plus und da müssen wir halt. Das macht ja keinen Sinn. Was ist denn das für eine Logik eigentlich, wenn ich das jetzt hier selbst machen muss? Hä? So? Okay, das ist ein bisschen verwirrend. Also ich finde diese großen Hanteln hier irgendwie ein bisschen. Ah doch, er macht automatisch. Das ist so langsam, da ist es einfach. Ah, okay. Also er macht das, es ist so langsam, dass es eigentlich gar nicht lohnt, die zu machen. Was voll dumm ist irgendwie, warum es die dann auch immer gibt. Weil der geht schneller. Komm, wieder. Es macht zack. Und da oben gerade hat es einfach hoch. Also das ist irgendwie. Ich weiß nicht, die machen hier keinen Sinn. Die machen gar keinen Sinn hier. Wir müssen noch ein paar Eier öffnen. Mal gucken, was wir kriegen. Mal krass kriegen wir. Und. Ein Hirsch, okay. Vielleicht können wir noch einen Hirsch zusammen fusen gleich. Da haben wir die Katze, glaube ich, dazu, die wir fusen konnten, ne? Noch ein Hirsch, okay, ist schon mal drin. Was kriegen wir jetzt? Ein Fuchs, okay, der ist schon ein bisschen besser. Aber nicht so gut wie mein eines hier. Ein Bär. Ein Eichhörnchen. Okay. Ich will mal kurz mal ein paar hatchen, weil ich weiß nicht, wie viel man davon insgesamt fusen kann. Deswegen will ich mal kurz gerne ein paar davon haben. So, Haustiere. Aufrüsten. Nee, das ist verkehrt. Handwerk in groß. Genau, so heißt es im Deutsch. Handwerk in groß. Ich sehe keinen Unterschied, ne? Egal. Machen wir die Eichhörnchen in groß. Haben wir jetzt einfach nur das Tier ein bisschen besseren Boost? Kann das sein? Also, so kommt es auf jeden Fall vor. Warte mal, ich den mal aufrüste. Wir haben jetzt 2, 3. Und der ist jetzt. Ah, okay. Okay. Das heißt, man kann die aufrüsten und dann diese. Dann besser. Ah, okay, ich verstehe. Okay, da muss ich nur hinterherkommen ein bisschen. Ich würde schon gerne noch den Mafia-Boss heute in der Folge nochmal ziehen, ne? Das würde mich schon interessieren. Besiege den Champion müssen wir auch noch machen. Also man muss hier auch wirklich das Empfohlene wirklich machen. Komm, wir machen mal.
Der will mich eh auseinandernehmen. Oh, ja, okay. Oh, wir müssen uns einen Autoklicker holen, weil das hier... Oh, der Mafia-Boss. Ich bin nicht schnell genug für den Mafia-Boss. Warte. Oder das können wir... Oh, der Mafia-Boss ist noch zu stark. Aber das können wir kurz ein bisschen umtricken. Warte mal kurz. Ich mach mal kurz Makro bereit. So, jetzt nochmal. Jetzt aber. Jetzt habe ich ein Makro gemacht. Das heißt, der will für mich selbst autoklicken. Ist ein bisschen cheaten, aber nicht mal der Makro kommt hinterher. Oh Mann. Da bin ich ja so schneller mit dem Makro. Ach Mann. Also das ist echt ja... Also da bin ich sogar... Warte mal. Vielleicht kriege ich das selber hin. Komm. Nein. Komm, Makro. Warte. Geht das hin, warte. Nee, der Mafia-Boss ist noch zu stark für uns, Leute. Der Mafia-Boss ist noch leider für uns viel zu stark.